Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und heute soll es um eine Wasserstandsmeldung gehen, beziehungsweise mich interessiert mal wieder, wie eure Meinung so ist, insbesondere was die Stimmung angeht hinsichtlich bestimmter Problempunkte, die bei Lego auftauchen und gerade hier der Ferrari, der hat mich dazu gebracht, da mal ein bisschen mal nachzuhorchen bei euch. Das heißt, wir machen heute ein bisschen Abstimmungsrunde und ihr könnt mal eure Meinung mit einem Klick, mehreren Klicks dann gleich kundtun und das hilft mir auch Sachen, Einordnen zu können, vielleicht auch über die nächsten Tage mal zu sehen, wie sich da bestimmte Bewegungen tun, weil es ist zu erwarten, dass zumindest Thomas demnächst das gute Teil auch reviewen wird. Ich habe nicht gesehen, er baut es gerade und das hat meistens auch Auswirkungen auf die Kommentarkultur hier bei mir. Mal schauen, ob das wieder so ist. Äh, muss auch nicht. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass da nichts passierte. Aber ja, es bleibt spannend. Spannend vielleicht auch noch zwei Dinge vorweg. Erstens, ich habe natürlich auch mitgekriegt und unter mehreren Videos bei mir wurden jetzt die Fragen gestellt, was so wie ich da auch zu stehe mit Preisentwicklungen. Da hat sich ja vielleicht was Neues getan. Das muss ich selber erstmal mal so ein bisschen mal nachrecherchieren. Und dann, wenn es gewünscht ist, kann ich dazu zumindest gern meine Meinung sagen. Ich bin ja unabhängig und habe keinerlei Auswirkungen auf oder keinerlei irgendwie Einfluss auf die Preisgestaltung bei Lego. Und so gesehen, ja. Bin ich dann aber auch, was man gar nicht glaubt. Ich kriege zwar viel von Lego, aber einige hundert Euro, manchmal auch ein Tausender im Monat, kann ich auch für Lego ausgeben. Das kann mich auch betreffen, wenn Preise erhöht werden. Und so gesehen, ja kann ich da gerne nochmal was zu sagen. Wenn aber die Meinung ist, hat ja eh schon jeder, dann kann ich es auch lassen. Und ein Hinweis noch hier zum Templer, den hatte ich ja auch besprochen, diese Woche schon. Und da ein kurzer Hinweis, es ist, das muss ich nochmal genauer recherchieren jetzt auch, aber ich habe den Hinweis bekommen, dass da wo so einige Dinge ähm, ja, nicht ganz richtig gebaut sind. Das ist bei mir ja leider, ja, kommt vor. Das war ja bei dem auch schon der Fall. Jetzt wollte ich kein Update-Video machen, weil es, glaube ich, von dem Gesamteindruck und von den grundsätzlichen Fragen um das gute Teil wenig Auswirkung hat, aber... Ich habe unter dem Video, dem Review, einen, einen Kommentar gepinnt, äh, der vielleicht ganz spannend ist. Auch die Diskussion, die dahinter folgte, da wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass man da noch mal einen Blick drauf hat. So, jetzt aber, jetzt seid ihr gefragt. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Unsere, die Telefone sind freigeschaltet und dann rufen Sie bitte an für unter null. Nein, Quatsch. Es muss glaube ich hier nur irgendwo geklickt werden. Da sieht man da jeweils äh, die entsprechende, den Link hier oben. Erste Frage dreht sich um den Klassiker, nämlich der blaue Pin. Die Frage und da möchte ich mal so ein bisschen auch das Augenmerk hier auf den Ferrari lenken, sozusagen um mal so ein, einfach mal so ein Referenzmodell zu haben. Das heißt, wir haben hier, wenn man von ferne sieht, eben wo gucken wir jetzt hier? Da blauer Pin, da blauer Pin, da da. Hier drin, das Blau übrigens ist, die Sitze müssen blau sein, das nur als Hinweis, aber alles andere, hier ist ein blauer da, 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 hier sind mehrere und da, da, da. Also äh, man hat eine Ahnung, um welche Masse es sozusagen geht und da jetzt hinterher geschoben die Frage, was sagt ihr denn zu dieser Art von Anzahl blauer Pins? Erstens, geht ja gar nicht. Das wäre also sozusagen die Variante, das ist für mich so ein Ausschlussgrund, da kann der Wagen noch so cool sein, das ist dann für mich schon eine Sache, dann kaufe ich nicht. Ist zwar ärgerlich, wäre es Variante 2, aber noch akzeptabel, also so ein bisschen indifferent dazu, oder dritte Variante, ist mir völlig egal. Das, ich versuche so ein bisschen zu polarisieren, man merkt schon. Zweitens, Farbseuche. Das ist äh, ein Thema, das ja jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder aufkommt. Bei dem hier insbesondere jetzt hier unten ja, äh, bei dem Getriebe, eine Frage, die äh, diskutiert wurde. Äh, bei anderen Modellen ist es ja viel auch im Inneren. Da hat der Tumbler jetzt tatsächlich relativ wenig zu bieten, aber bei anderen, ne, da waren wir, haben wir hier überall durchaus so bunte Teile drin. Was sagt ihr denn dazu? Also auch hier wieder Referenz, der hier. Ähm, geht gar nicht. Oder, da haben wir sogar vier Möglichkeiten, ärgerlich, zweite auch, aber akzeptabel. Drittens, völlig egal oder ist sogar besser, da man damit einfacher baut. Also das ist so der, der das sogar bevorzugt, wenn es ein bisschen bunter ist. Immer unter der Maßgabe, da wollte ich jetzt gar nicht großartig das noch als Zusatz freistellen, dass man es von außen eigentlich nicht wirklich sieht. Sozusagen das als Oberannahme für alles dieses. Dann Farbabweichungen. Auch da, hier wieder der. Ich verweise auf meine Rezension. Es gibt äh, Farbabweichungen, insbesondere was bestimmte Teile angeht, ähm, die hier zum Beispiel hier so ein bisschen glänzend sind. Andere sind daneben etwas matter. Also. Sozusagen Variante von Ferne, werdet man das jetzt nicht sehen, ich verweise auf das Review, von Nahem sieht man manchmal dann was. Gerade das wieder als Referenz, nicht jetzt den Cyan oder andere, ähm, der Fiat, äh, wo das teilweise natürlich noch viel krasser ist, sondern diese Variante. Ist das, geht das gar nicht? Ist das für euch Ausschlussgrund? Ärgerlich, aber akzeptabel und man ahnt schon, was die dritte Variante ist. Völlig egal. So, nächstes ist das Biegen. Ja, ich habe es dann auch bei meinem Update-Video nochmal gesehen. Er biegt sich leicht. Guck mal, wenn man das jetzt hier hebt, dann sieht man das hier. Also je nachdem, wo ich anfasse, ist es so, dass sich da ein bisschen was tut. Wenn ich so richtig anfasse, dann sieht man es nicht mehr. Aber wenn ich ihn ja, so ein bisschen so halte, dann sieht man das hier an den Türen, dass so ein bisschen sich ähm, verschiebt. Ähm, ist nicht so, dass das jetzt äh, da viele Grad macht. Aber man er erkennt, dass sich da was tut. Wieder die Frage: geht gar nicht? Ärgerlich, aber akzeptabel oder völlig egal? Maßstab wieder der Ferrari. Ja, was haben wir noch? Inten ähm, Instabilitäten beziehungsweise dass bei solchen Modellen mal was abfällt. Wir gehen immer davon aus, dass es ein Vitrinenmodell ist. Wir nehmen wieder den Ferrari. Ein Stück, das ist wahrscheinlich eben nicht groß, wie genauso wie der Tumblr, durch die Gegend fährt, obwohl man es könnte, aber auch hier eher was zum Zeigen. Ist es dann ein Problem, dass wenn ich hier an die falschen Stellen fasse, das Teil eben auch mal ein Teil abfällt? Oder ist es euch egal? Beim Tumblr, genau, also auch da, ja, wenn man hier anfasst, das Teil ist relativ massiv. Da, na gut, da fällt mal ein Teil ab. Aber äh, wenn ich jetzt hier anfassen würde, würde was abfallen. Und ähm, da kann man durchaus mal ins Falsche greifen. Was sagt ihr dann? Instabilität geht gar nicht. Ärgerlich, aber noch akzeptabel. Oder ist mir doch egal. Nicht? Also, ähm, das ist sozusagen die Frage der, ab, äh, der ähm, abfallenden Teile. So, da haben wir das. Ähm, was haben wir noch? Ja, Preis, da mache ich, glaube ich, nochmal, wenn ich mein Kommentarvideo mache. Deswegen, das habe ich mir zwar hier noch aufgeschrieben, aber jetzt spontan würde ich sagen, das muss ein bisschen weiter ausgefeilt werden, welche Fragen ich dazu stelle. Mich würde noch mal interessieren, wie ihr zum Ferrari prinzipiell steht. Also nach dem, was ihr wahrscheinlich ja dann vielleicht mal aus dem Geschäft seht oder aus den Videos, es gibt ja mehrere inzwischen. Welche Punktzahl gibt ihr Wir haben hier mal meine alte Punktzahl zwischen 1 und 10. Leider kann man nur fünf Varianten zum Abstimmen geben. Deswegen entweder neun bis zehn Punkte, acht oder sieben, sechs oder fünf, vier oder drei, zwei oder eins. Was würdet ihr dem hier als Note geben? Vielleicht komme ich ja auch nochmal wieder auf die Idee, mal wieder Noten zu vergeben. Mal sehen. Schauen wir mal. Und dann, wie dramatisch sind die Anleitungsfehler? Wie dramatisch seht ihr das? Wir ahnen, welche drei Varianten es gibt. Mit Anleitungsfehler meine ich, dass tatsächlich Baufehler zwar in der Anleitung sind, aber wenn man es weiß, dann diese Proben werden können. Gerade was das Getriebe zum Beispiel angeht, da ist ja hier, die gehen komisch durch die Gänge. Ist, äh, ich, ja, ich will nicht, nicht manipulieren bei der Umfrage. Also hat man beim Reviewer gesehen. Wie dramatisch seht ihr das? Wieder Frage, geht gar nicht. Ärgerlich, aber ähm, kann, kann man ja umbauen vielleicht. Nicht? Oder egal, das wäre die dritte Variante. So. Das würde mich alles mal interessieren. Schreibt es gerne, oder nee, schreibt es nicht. Macht einfach die Kommentare dazu, beziehungsweise gebt einfach die Umfrage. Und dann habe ich auch so eine Ahnung, wie sozusagen die Stimmung dazu ist und ob sich diese Stimmung vielleicht über den Lauf der Woche so ein bisschen noch verändert. Und ansonsten, ja, war es das für heute. Gibt noch viele schöne andere Themen natürlich, als über Autos zu reden. Autos auch cool. Ich wöhne mich langsam dran an das Thema. Ähm, und äh, ja. Ja, rollt doch zumindest. Ne? ja Das vielleicht nur ganz kurz noch mal in eigener Sache. Also klar, mit diesen Baufehlern ist jedes Mal, ich mache die nicht bewusst und ich versuche tatsächlich, ich weiß ja inzwischen, dass mir das passiert, da noch genauer drauf zu gucken. Beim Getriebe habe ich immer wieder auch probiert, geht's geht's nicht, dass mir das da um die Ohren fliegt. Äh, und bei denen dachte ich eigentlich auch. Und dann, ja, im Schwarz, im Schwarz, im Schwarz, man trägt durch die Gegend und dann fällt es einem erst dann auf und dann denkt man sich, wieso konnte man <laughs> diese Fehler machen? Ja, das ist dann... Das ist, tut mir leid. <laughs> aber es hat bei beiden, glaube ich, keine Auswirkung auf die Gesamtwertung. Deswegen habe ich beide Videos online gelassen und ähm, denke, dass sie trotzdem dadurch noch akzeptabel sind. Aber das könnt ihr in der Kommentarschriftfunktion schreiben. Das habe ich jetzt nicht zur Abstimmung gestellt. So, haben wir aber viel heute jetzt hier zum Tun gehabt. Die Auswertung dazu, die gibt es dann in einigen Tagen. Erstmal wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, bis bald und tschüss.